Ost-Berlin. Überwachungskameras der DDR-Staatssicherheit zeigen eine verdächtige Aktivität. Direkt an der Mauer, am Brandenburger Tor. Die Stasi ist alarmiert. Richtig. Ich muss eine Anfrage stellen. Im operativen Fernsehen ist hinterm Brandenburger Tor ein neuer, hochgezogener Mast zu sehen. Kannst du mir sagen, was das zu bedeuten hat? Muss ich mal nachfragen. Ja, sei mal so freundlich. Ruf mal zurück bei uns dann bitte. Brandenburger Tor. Ja. Den verdächtigen Mast lässt ein amerikanischer Fernsehsender hochziehen. Er hat seinen besten Reporter nach Berlin geschickt. Ja, bitte? Zur gleichen Zeit im DDR-Innenministerium. Ständige Ausreise. Ein Oberst der Volkspolizei erhält einen geheimen Auftrag. Von ganz oben. Wiederhören. Er soll ein Papier schreiben, das das Land in letzter Minute vor dem Untergang rettet. Doch der Zettel gerät außer Kontrolle und verändert die Welt. Ein trüber Novembertag. Es hat nicht geregnet oder dergleichen, aber es war ein trüber Spätherbsttag. Ich hasse diesen November. Ja. Ich hasse dieses Wetter. Ja. Und das geht mir aufs Gemüt. Es war ein Glück, dass unsere Wirtschaft eben eine Schwimmhalle hatte. Und das gab, naja, 30, 40 Minuten Schwimmen gab genügend Energie für den Tag. Richard Bratfisch ist Tischler in Ost-Berlin. Für ihn beginnt am 9. November ein normaler Arbeitstag. Doch die Stimmung in der DDR hat sich in den letzten Monaten dramatisch verschlechtert. 89 war ein Jahr der Spannung. Die nahm gewaltig zu. Das hat jeder gemerkt. Dann war ja die Kerzensache, ja, Mundparolen. Jeder stellt eine Kerze ins Fenster. Da haben wir geguckt, wo die Kerzen stehen, ja. Und es wurden immer mehr. War bezeichnend. Ja. Es wurden immer mehr Kerzen, 89. Also wir merken, wie sich die Sache zuspitzt. Im Herbst eskaliert die Lage im Polizeistaat DDR. Montagsdemos, Krawalle, Prügelorgien der Staatsorgane. Das Regime taumelt im Abwehrkampf gegen die eigenen Bürger. Wie vor 50 Jahren! Wieder mit dem Stalinismus! Ost-Berlin am Morgen des 9. November 1989. Ein Kamerateam aus dem Westen macht sich auf den Weg, um die Machtprobe in der Hauptstadt der DDR zu dokumentieren. Doch an diesem Tag finden die Journalisten eine Stadt im Phlegma. Von Aufbruch keine Spur. Diese Aufnahmen sind noch nie gezeigt worden. Einmalige Bilder, nur wenige Stunden vor dem größten Drama in der Geschichte der DDR. Zur gleichen Zeit in West-Berlin. Ein Medizinstudent ahnt nicht, dass er an diesem Tag eine historische Rolle spielen wird. Da habe ich mich gerade auf das zweite Staatsexamen vorbereitet. Das heißt, ich hatte einen relativ strukturierten Tagesablauf. Ich bin früh aufgestanden, habe gefrühstückt, habe mich dann hingesetzt und gelernt. Und zwischendurch mal Radio gehört oder Fernsehen geguckt und versucht nicht ganz zu verpassen, was auf der Welt passiert. Im Fernsehen sieht Benedikt Sedlmayr, wie tausende DDR-Bürger über Nachbarstaaten fliehen. Sie wollen nicht länger Gefangene im eigenen Land sein. Die Behörden der DDR sind alarmiert. Einer soll es nun richten. Guten Morgen, das Oberst. Morgen. Gerhard Lauter. Ein hoher Funktionär im Innenministerium. Er gilt als ein besonnener Mann. Ich wurde am 1. Juli 1989 zum Leiter der Hauptabteilung Passemeldewesen ernannt. Guten Morgen. Ich wusste, dass es dort große Probleme gibt, dass die Leute alle ins Ausland fahren wollen. Ich wusste, dass es Ausweis und Pässe gibt, aber hatte fachlich relativ wenig Ahnung. Ich musste mich dort auf meine Mitarbeiter verlassen und es stellte sich auch sehr schnell heraus, dass also im Wesentlichen politische Entscheidungen anstanden. Guten Morgen, die Herren. Moin.
Möchten Sie einen Kaffee? Danke, nein. Der einzige Punkt unserer heutigen Tagesordnung, die Reiseregelung. Das St. Hedwigs Krankenhaus in Ost-Berlin. Nur wenige hundert Meter von Gerhard Lauter entfernt, beginnt Richard Bratfisch seine Schicht in der Tischlerei. In den Nachrichten des Tages kein Wort über Reisepolitik, nur Parteitagsdebatten. Dabei laufen die Menschen ihrem Staat in Scharen davon. Auf der Tagesordnung der 10. Tagung des Zentralkomitees der SED stehen gerade Fragen. Das Referat des Generalsekretärs. Einer ist in Urlaub nach Ungarn gefahren. Der ist da über die Mauer von da aus nach dem Westen gekommen, ja. Ein anderer hat alles verkauft. Der hat eine große Bäckerei ererbt vom Vater noch und ein Haus und alles. Da hat er alles den Staat geschenkt und dann hauptsächlich lasst mich rüber. We knew that this was a momentous time. Wir spürten, dass da was im Gange war. Das Sowjetreich war in Auflösung und ich flog von einem Ereignis zum nächsten. So kam ich nach Deutschland. Nie zuvor hatten wir uns im Osten so frei bewegen dürfen. Für den Abend des 9. November plant Tom Brokaw einen Live-Bericht in die USA. Dazu buchten wir eine Satellitenstrecke von der Westseite des Brandenburger Tors. Außerdem verabredete ich einen Interviewtermin mit Günter Schabowski für kurz davor. Günter Schabowski wohnt, wie alle Spitzen der Partei, in der Politbürosiedlung bei Berlin. Er hat schwere Wochen hinter sich. Das war für uns erschreckend, muss ich ehrlich sagen. Natürlich sahen wir diese Fernsehbilder und das war ja der Stimulus für uns, also eine Entscheidung sozusagen herbeizuführen, die diese Situation entschärfen sollte. Erich Honecker hat die DDR ins Abseits geführt. Er muss weg, beschließen Günter Schabowski und seine Mitverschwörer. Doch auch die neue Führung unter Egon Krenz kann das drängendste Problem des Landes nicht lösen. Die Reisefreiheit. Der erste Schritt sozusagen dieser nach der Absetzung Honeckers zustande gekommenen Führung, also war ein Reisegesetz zu fabrizieren, das diese Situation lockern sollte. Mit Widerspruch! Mit Pfeffer und Salz. Als einziger aus dem SED-Politbüro stellt sich Schabowski den Protesten der Bürger. Er tritt für Reformen im System ein. Doch die Menschen wollen ihm nicht mehr glauben. Seit dem frühen Morgen beobachtet das westliche Kamerateam das Geschehen am Prenzlauer Berg und in Friedrichshain. Die Journalisten fragen die Menschen nach den wichtigsten Themen dieser Tage. Nach der Reisefreiheit und nach der Politik der neuen Führung. Die müssen abdanken, alle. Denn so hat der keinen Sinn mehr. Sie reden immer von Vertrauensverlust. Die hatten ja noch nie das Vertrauen gehabt. Es wird sich was ändern, aber es wird sich nicht das ändern, was das Gros der Masse will. Es wird zu wenig sein. Wir haben eine Weltanschauung, obwohl wir uns die Welt überhaupt noch nicht angeschaut haben. So ist es doch. Im Innenministerium arbeiten die vier besten Experten am Problem der Reisefreiheit. Darunter auch zwei Offiziere der Staatssicherheit. Sie sollen sich für das Politbüro etwas einfallen lassen. Denn die Massenflucht bedroht die Existenz des ganzen Landes. Ich bitte um Vorschläge. Wir haben gestern schon mal zusammengesessen, die Genossen und ich, und folgenden Entwurf vorbereitet. Doch der Vorschlag der Stasi-Kollegen schockiert Gerhard Lauter. Das war eine Regelung für die ständige Ausreise. Und das hätte bedeutet, dass ab 10. November jeder das Land für immer hätte verlassen können. Aber hätte sagen müssen, ich will für immer weg. Aber die hätten wiederkommen wollen, einfach mal was ein Stück von der Welt sehen oder ihre Verwandten besuchen oder was auch immer, auf dem Kudamm spazieren, die hätten das nach wie vor nicht gedurft. Und das bedeutet wieder keine Reisefreiheit. Erst drei Tage vorher hatte Lauter selbst die halbherzige Haltung der Staatsmacht in den DDR-Medien verteidigen müssen. Gegen Widersacher wie Gregor Gysi. Lauter wurde zum Prügelknaben der Nation.
Noch einmal soll ihm das nicht passieren. Und dort habe ich gesagt, das bringt das Fass zum Überlaufen. Also der Kessel brodelt und das hebt den Deckel weg. Nein, so geht das nicht. Gerhard Lauter fordert Reisefreiheit für alle. Also ich bin klar und deutlich dafür, alles aufzumachen. Die Leute hauen über Tschechien ab, die hauen uns über Ungarn ab. Die Tschechen warten doch nur ab, dass wir sagen, willst du die historische Schuld auf dich laden? Ja. Die Weltöffentlichkeit wird uns auslachen, wenn wir unsere Mitbürger ins westliche Ausland entlassen, ohne einen Pfennig in der Tasche. Ein paar Kilometer weiter nördlich, Grenzübergang Bornholmer Straße, eine der größten Grenzanlagen im geteilten Berlin. Oberstleutnant Harald Jäger tritt um 8 Uhr seinen Dienst bei der Passkontrolle an. Für mich war die Grenzübergangsstelle Bornholmer Straße praktisch mein Lebensinhalt. Dort spielte sich alles ab. Mein gesamtes Berufsleben war die Bornholmer Straße. Und ich fand mich oder fühlte mich damals für diese Funktion echt berufen. Der 9. November war ein normaler Donnerstag, ein reiseschwacher Tag. Es kamen so ungefähr 200 BRD-Bürger zur Einreise, Westberliner Bürger knapp unter 1000 und DDR-Bürger, gut, die zählten wir schon nicht mehr. Ein ganz normaler Tag in Berlin. So zumindest scheint es. Was keiner weiß, Gerhard Lauter und die anderen Offiziere fällen in diesen Minuten eine folgenschwere Entscheidung zur Reisepolitik. Sie beschließen eigenmächtig, den Auftrag des Politbüros zu ändern. Im Kommandostaat DDR ein beispielloser Vorgang. Wir sahen das als eine unserer letzten Möglichkeiten an, die inneren Verhältnisse in der DDR zu stabilisieren. Wir wollten auf keinen Fall die Leute zwingen, das Land für immer zu verlassen. Die hatten hier Arbeit, die hatten hier Wohnung, die hatten hier irgendwo ein Auto oder eine Datsche oder was auch immer. Irgendwo ein Boot auf dem See, die wären wiedergekommen. Und wir hätten sie nicht gezwungen, das Land für immer zu verlassen. Das war sozusagen die Vorstellung, die wir hatten. Diese Vorstellung widerspricht vollständig dem Auftrag von ganz oben. Dennoch entscheiden sich die vier Genossen für die viel weitergehende Reiseregelung. Wir haben einfach diesen Beschluss ganz anders formuliert. Wir haben eben geschrieben, Privatreisen und ständige Ausreisen sind für jedermann ab sofort unverzüglich und so weiter möglich, ohne die bisherigen erforderlichen Prüfungen und Genehmigungsverfahren und dergleichen. Lediglich Pass und Visum sollen die Bürger beantragen. Das Ziel? Zeitgewinn bis zu einer kontrollierten Öffnung der Grenzen zu Weihnachten. Zur gleichen Zeit verlässt der Bundeskanzler das Land. Helmut Kohl fliegt zu einem Staatsbesuch nach Polen. Wir sind am Vormittag mit der Bundeswehrmaschine nach Warschau geflogen und das übliche Willkommenszeremoniell absolviert. Dann ersten Gespräche gehabt und in einem Gästehaus der polnischen Regierung untergebracht. Richard Bratfisch ist kein politischer Mensch. Mit denen da oben wollte er nie etwas zu tun haben. Doch die Schicksalsfrage des Landes brennt auch ihm auf der Seele. Die Reisefreiheit war ein großes Thema, weil ja doch viele Verbindungen zu Westdeutschland, Westberlin familiärer Art auch waren. Manche haben sie nicht zur Beerdigung gelassen, der Eltern und manches, ja, also es war sehr willkürlich, alles. Man war sich nie sicher, dass man sagt, so ist es, wenn ich da komme, kann ich rüber, weil aus dem und dem Grunde. Das konnte keiner sagen. Veränderung der Situation der ständigen Ausreise von DDR-Bürgern nach der BRD über die GSSR wird festgelegt. In diesen Minuten diktiert Gerhard Lauter seiner Sekretärin das entscheidende Papier. Für Reisen und ständige Ausreisen aus der DDR in Kraft. Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen beantragt werden. Bekannt gemacht werden soll die Reiseregelung erst am nächsten Morgen. So sollen Pass- und Meldeämter Zeit haben, sich auf den Ansturm der DDR-Bürger vorzubereiten. Es war festgelegt, eine Sperrfrist der Veröffentlichung dieser Gesamtmaterialien für den 10. November 4 Uhr morgens. Also bis zu diesem Zeitpunkt wäre erstmal nichts passiert. Die
Mittagspause in Berlin. Der Westberliner Medizinstudent Benedikt Sedelmeier macht sich auf zur Mensa. Richard Bratfisch informiert sich über die Lage im Lande. Die Nachrichten kennen nur ein Thema: die 10. Tagung des Zentralkomitees, des obersten Parteigremiums. Sie wollten etwas Neues schaffen, was Vertrauen schafft. Und haben dann den Krenz geholt, der eigentlich ein Schüler von Honecker war. Hoffnung, dass dadurch auch besser wird. Die Ideologie blieb doch. Die hat sich doch überhaupt nicht geändert. Ist egal, wer da dran war, ja. Von Grund auf, da kann es Neues kommen. Eigentlich muss, wenn man Neues kommen will, muss was Altes kaputt gehen, dann kann man Neues kommen. Im Gebäude des Zentralkomitees diskutieren die hohen Funktionäre der SED über die Zukunft der DDR. Wie üblich hinter verschlossenen Türen. Nur einer fehlt, der neue Medienbeauftragte der Partei, Günter Schabowski. Ich war verantwortlich für den Umgang mit den Medien. Ich formuliere das mal so vorsichtig. Also der Begriff, also sozusagen Lenkung und Anleitung der Medien, ist gewissermaßen ersetzt worden durch die Formulierung Umgang mit den Medien. Also ich hatte Kontakt mit Journalisten an diesem Tage, um sie, um ihnen zu sagen, worum es ginge, was eine möglicherweise eine Rolle spielen würde in der ZK. Und außerdem vermittelte ich ihnen auch Gesprächspartner aus dem Zentralkomitee. Für den Abend hat Günter Schabowski zu einer internationalen Pressekonferenz geladen. Eigens aus Hamburg angereist ist der Bild-Zeitungsreporter Peter Brinkmann. Ich bekam einen Anruf aus der Senatskanzlei von Berlin. Ein Staatssekretär rief mich an und hat gesagt, du musst nach Berlin kommen, es tut sich was. Und ich habe gesagt, naja, wenn du schon hier bist, erste Reihe ist der beste Platz. Jacke drüber gehängt und dann nach oben und immer wieder runter, geguckt, ob die Jacke da auch noch hängt. Ich wollte unbedingt da sitzen, direkt vor dem Mikrofon. Ja, konnte ja nicht wissen, was passiert. Aber jeder hoffte ja, dass was passiert. Nur wenige Meter entfernt, im DDR-Innenministerium, hat die Arbeitsgruppe von Gerhard Lauter ihren Auftrag erledigt. Das Papier zur Reiseregelung. Dieses Paket ging dann gegen Mittag von meinem Kraftfahrer gebracht ins Zentralkomitee der SED und wurde mit der Bitte übergeben, das Egon Krenz in die Hand zu drücken. Das ist eine schwierige Situation. Man muss ja davon ausgehen, dass der Auftraggeber, sprich das Bildbüro, die Sache mal liest und prüft und sagt, das war nicht unser Auftrag. Da hat man schon ein leichtes Bauchgrimmen und sagt, na, was wird damit? Na, also bist du morgen noch an deinem Schreibtisch oder bist du irgendwo ganz anders? Um die Mittagsstunde bringt der Fahrer das Papier ins ZK-Gebäude. Zunächst zum Politbüro. Die Genossen sind in einer Raucherpause. Sie winken Lauters Reiseregelung anstandslos durch. Die erste Hürde ist genommen. Am frühen Nachmittag trifft Staatschef Egon Krenz Johannes Rau. Es geht um die Zukunft der deutsch-deutschen Beziehung. Danach geht Krenz wieder in die ZK-Tagung mit Lauters Zettel. Er ändert die Tagesordnung. Der Vorsitzende des Ministerrats hat eine Verordnung vorgeschlagen, die ich verlesen möchte, weil sie solche Wirkung hat, dass ich das Zentralkomitee nicht ohne Konsultation lassen möchte. Ab sofort treten folgende zeitweilige Übergangsregelungen für Reisen und ständige Ausreisen aus der DDR in das Ausland in Kraft. A. Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen in Klammern Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Versagungsgründe werden nur in besonderen Ausnahmefällen angewandt. Wie wir es machen, machen wir es verkehrt. Aber das ist die einzige Lösung, die uns die Probleme erspart, alles über Drittstaaten zu machen, was dem internationalen Ansehen der DDR nicht förderlich ist.
keiner im Saal begreift die Tragweite des Papiers. Dass damit alle Bürger der DDR reisen können. Nur so lässt sich erklären, dass die Genossen das Papier ohne große Diskussion abnicken. Am Ende erwähnt Krenz auch die Sperrfrist. Über die zeitweiligen Übergangsregelungen ist die beigefügte Pressemitteilung am 10. November zu veröffentlichen. Doch ein Mitglied des Zentralkomitees fehlt. Günter Schabowski. Da bin ich nicht dabei gewesen. Das war die Zeit, in der ich also nicht in der ZK-Sitzung war. Erst um 17.30 Uhr, kurz vor seiner Pressekonferenz, kehrt Schabowski zurück. Ich bin dann wieder in die ZK-Sitzung gekommen und inzwischen haben sich diese Dinge abgespielt. Ja, und ich setze mich neben Krenz und die Diskussion geht weiter. Und sozusagen leise sprechen wir, flüstern, wenn man so will, schickt er mir den Zettel so rüber. Und dann sagt er, also Mensch, Schirmer, nimm das mit in die heutige Pressekonferenz. Ein wichtiges Detail erwähnt Egon Krenz jedoch nicht. Die Sperrfrist bis zum nächsten Morgen. Das wusste ich nicht. Also ich wusste nichts von einer Sperrfrist. Und so geht Günter Schabowski in seine Pressekonferenz. Hier ist wieder das Internationale Pressezentrum in Berlin in der Mohrenstraße mit einer Direktübertragung. Eine gestern begonnene Tradition wird heute fortgeführt. Jeden Abend nach dem Abschluss der Tagung des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands steht ein Vertreter dieses Gremiums den in- und ausländischen Journalisten, die, wie Sie sehen, hier massenhaft versammelt sind, Rede und Antwort. Einer der Journalisten ist der amerikanische Star-Moderator Tom Brokaw. Ich fühlte mich ziemlich kaputt. Der lange Flug steckte mir in den Knochen. Aber der Sendemast und die Spezialkamera für den Live-Bericht später standen bereit. Peter Brinkmann hat bis dahin seinen Platz verteidigt. Der Raum war brechend voll, keiner wusste was. Keiner hatte überhaupt eine Spur von Ahnung. Aber alle hatten wir hier das Kribbeln. Bloß dabei sein. Heute Abend kann irgendwas bewegt sich. In Warschau trifft Helmut Kohl in diesen Minuten Lech Wałęsa. Wir hatten ein Gespräch mit Wałęsa, der in diesem Gespräch sagte, Herr Bundeskanzler, was sich jetzt in der DDR abspielt, wird zur deutschen Wiedervereinigung führen. Wałęsa war völlig überzeugt, dass dieser Prozess da einmünden wird. Feierabendstimmung in Ost-Berlin am 9. November 1989. Die Fernsehjournalisten aus dem Westen haben sich bis ins Regierungsviertel vorgearbeitet. Hier beobachten sie die Staatsorgane bei der Arbeit. Die Volkspolizisten wissen um ihren Auftrag, dafür zu sorgen, dass jeder da bleibt, wo er hingehört. Auch wenn es schon spät ist. Ost-Berlin, 18 Uhr. Richard Bratfisch und seine Frau Rita haben heute Abend Chorprobe. Auf dem Programm der Kirchengemeinde Weihnachtslieder. Und wir hatten Feierabend gemacht und sie freut, dass schon Donnerstag ist und anschließend den Chor und Singen wieder für Weihnachten langsam vorbereiten. Ich muss ja schon im November, wenn nicht schon im Oktober angefangen werden. Wir sind dort regelmäßig wöchentlich zusammengekommen, wir haben also Choräle und diese Dinge, die man so singt in kirchlichen, ja auch manchmal ein paar kleine Notensätze geübt und dann sonntags haben wir gesungen im Gottesdienst. Günter Schabowski eröffnet um Punkt 18 Uhr die Pressekonferenz. Ich bin Günter Schabowski, Mitglied des Politbüros und Sekretär des ZK. Ich darf Ihnen wieder meine Kollegen vorstellen.
Genossin Helga Labs, Mitglied des Zentralkomitees und Vorsitzende der Gewerkschaft Unterricht und Erziehung. Kein Ton vom Reisegesetz, ja, nur Parteitag, Scheiße, Entschuldigung, wenn ich das so sage. Ja, nur Gelabere. Es zog sich ja über eine halbe Stunde hin. Ohne Ende. Es war todlangweilig. Und so ging es auch allen Kollegen. Den konzentriertesten Ausdruck dieser Reform verweisen, die wir erstreben, im Referat von Ich war so müde. Es war spät und dieses bürokratische Geleier schläferte mich ein. Oberstleutnant Harald Jäger geht in diesen Minuten zum Abendessen in die benachbarte Kantine. Zu Bockwurst mit Brötchen. Als ich die Wirtschaftswaage betrat, also die Kantine praktisch, der Fernseher lief, aber keiner hörte hin und keiner schaute hin. Ich sah dann die Pressekonferenz, denke, hörst mal hin, mal sehen, was Neues ist. Man konnte jeden Tag mit was Neuem rechnen. Und eine Pressekonferenz der Partei ist ja auch nicht so oft gewesen. Auch in West-Berlin empfängt man DDR-Fernsehen. Der Medizinstudent Benedikt Sedelmeier bleibt an der Live-Übertragung der Pressekonferenz hängen. Der Herr Schabowski hat dann über die aktuellen Themen des Tages referiert. Ich habe das auch erstmal so gar nicht richtig ernst genommen. Ja. Ich habe gedacht, der sitzt jetzt da und sagt was. Und davon überzeugt sind und entschlossen sind. Wenige Minuten vor Schluss bekommt die Pressekonferenz eine unerwartete Wendung. Entschuldigung, jetzt erstmal der italienische Kollege. Ich heiße Riccardo Ehrmann, ich vertrete die italienische Nachrichtenagentur ANSA. Riccardo Ehrmann stand links, der kam so spät, der kriegte keinen Platz mehr, der stand links von mir so 2 Meter weg und vom Rednerpult also auch 2 Meter weg rechts von Schabowski. Herr Schabowski, Sie haben vom Fehler gesprochen. Glauben Sie nicht, dass es war ein großer Fehler, diesen Reisegesetzentwurf, das Sie haben jetzt vorgestellt vor wenigen Tagen? In diesem Augenblick durchfährt es mich sozusagen siedend heiß. Mein Gott, ich wollte ja noch und sollte ja noch über diesen Punkt informieren. Diese Reiseverordnung. Es ist heute, soviel ich weiß, eine Entscheidung getroffen worden. Es ist eine Empfehlung des Politbüros aufgegriffen worden, dass man aus dem Entwurf des Reisegesetzes den Passus herausnimmt und in Kraft treten lässt, der die ständige Ausreise regelt, also das Verlassen der Republik. Und dann fängt er an, in seinen Papieren zu suchen und findet das erstmal nicht, was ihm Grenz in die Hand gedrückt hat. Er hatte nämlich so einen Stapel Papier mit, das konnte man ja sehen. Ja, zumindest wenn man vorne saß, konnte man das sehen. Und ich greife in diesen Haufen und suche nach dem Papier, das ich ja mitteilen sollte, verlesen sollte. Und ein Mitarbeiter kommt dazu und hilft mir. Jemand reichte ihm ein Papier, er setzte die Brille auf und begann vorzulesen. Und da kam es mir vor, als würde ein Marsmensch eine Botschaft vortragen, denn was er sagte, schien aus einer anderen Sphäre zu kommen. Mitteilung heute schon verbreitet worden ist, sie müsste eigentlich in ihrem Besitz sein. Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Ritter, komm mal her. Bitte? Also, eigentlich Ihr Besitz sein. Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen... Ich habe natürlich das zuerst mal nicht richtig geglaubt, ob das jetzt eine Maßnahme war, um die Demonstrationen vielleicht etwas zu dämpfen in der DDR. Aber ich konnte das wirklich nicht einschätzen. Ständige Ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD erfolgen. Und dann rufe ich dazwischen. Wann? Wann tritt das in Kraft? Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Und da blieb mir da ein bisschen im Hals stecken. Ab sofort. Ich bin regelrecht vom Tisch aufgesprungen, hab das Essen stehen lassen. Und da wusste ich, dass das von geistiger Dünnschiss. Also doch, ständig Ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD bzw. zu Berlin-West erfolgen. Währenddessen im DDR-Innenministerium.
Ich weiß noch mit Sicherheit, dass 18.57 Uhr der Justizminister der DDR anrief und einen Formulierungsvorschlag machte. Ich konnte ihn aber überzeugen, dass unsere Formulierung einfach sinnvoller war. 18.57 Uhr diskutierte ich mit Herrn Heusinger noch am Telefon und bekam nicht mit, dass 18.54 Uhr Günter Schabowski die Dokumente schon international vorgestellt hatte. Es war also noch nicht einmal in der Regierung der DDR beschlossen. Wenige Minuten später verlässt Gerhard Lauter sein Büro. Im festen Glauben an die Wirksamkeit seiner Sperrfrist. Herzlichen Dank. Damit, verehrte Zuschauer, geht diese zweite Pressekonferenz zur Tagung des Zentralkomitees der SED zu Ende. Und wir alle waren ziemlich ratlos. Das muss ich sagen. Keiner hat geschlossen daraus, auf den Punkt genau geschlossen, das war's. Müssen wir warten? Vor allem Amerikaner und Engländer sind irritiert. Sie vermuten einen Übersetzungsfehler der Dolmetscher. Kann man nicht den Kollegen hier von der englischen oder amerikanischen englisch sprechenden Presse nochmal den Text, also dieser Reiseregelung verlesen? Was bedeutet denn das? Ja, die Mauer geht auf oder geht vielleicht nicht auf oder was? Und wie reagieren die Grenzer? Das waren ja alles ganz wichtige Fragen. Verbinden Sie mich sofort mit Oberst Ziegenhorn. Guten Oberst. Hier Oberstleutnant Jäger, Bornholmer Straße. Ich habe gerade Schabowski im Fernsehen gesehen. Was ist denn da los? Und da sagt er zu mir, rufst du auch wegen diesem Quatsch an? Sag ja, deswegen rufe ich sie an. Doch, du kennst doch die Instruktion. Die DDR-Bürger dürfen nur unter den bisher bekannten Bedingungen ausreisen, also Vorlage eines Reisepasses und eines entsprechenden Visa. Andernfalls sind sie zurückzuschicken. Die Staatsführung der DDR bekommt von alledem nichts mit. Denn Politbüro, Ministerrat und alle hohen Parteifunktionäre debattieren immer noch in der ZK-Tagung. Keiner von ihnen hat Schabowskis Pressekonferenz verfolgt. Zur gleichen Zeit in Warschau. Auch Helmut Kohl weiß nichts über die Vorgänge in Ost-Berlin. Der Kanzler weilt beim Festbankett. Im Saal ging es drunter und drüber. Schabowski steckte seinen Zettel ein und verließ den Raum. Ich rannte mit meinem Kamerateam hinter ihm her in ein Nebenzimmer. Schabowski war völlig entspannt. Ich bat ihn, das Papier nochmals vorzulesen. Er zog seine Brille auf und las. Dann fragte ich ihn, heißt das, die DDR-Bürger können jederzeit durch die Mauer nach drüben? They are not further forced to leave DDR by transit through another country. It is possible for them to go through the wall at some point. It is possible for them to go through the border. Ich rannte nach unten. Ich kam an ein paar amerikanischen Zeitungsreportern vorbei und rief ihnen zu, es stimmt, die Mauer ist gefallen. Wenige Minuten später berichten die Nachrichtensendungen in Ost und West. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ausreisewillige DDR-Bürger müssen nach den Worten von SED-Politbüromitglied Schabowski nicht mehr den Umweg über die Tschechoslowakei nehmen. Ständige Ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD bzw. zu Berlin-West erfolgen. Kurz nach Schabowskis Pressekonferenz filmt das westliche Kamerateam in einer Kneipe am Prenzlauer Berg. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe jeden Tag nur geweint. Jetzt brauche ich nicht mehr weinen. Jetzt freuen wir uns alle. Es ist stark, was hier passiert ist. Hätte kein DDR-Bürger mit gedacht. Keiner hier. Bei Sekt, Bier und Westrock feiern die jungen Leute die unverhoffte Botschaft. Der sowjetische Gesandte erfährt die neue Bestimmung erst aus den Nachrichten.
Ein Schock. Wir haben davon überhaupt nichts gewusst. Wir saßen vor dem Fernseher und es war Enttäuschung. Es war, wenn Sie wollen, auch ein bisschen Zorn. Man spürte es buchstäblich mit jeder Viertelstunde die Spannung steigen. Die Gefahr war sehr groß, dass da jemand die Nerven durchgehen. Der Grenzposten an der Bornholmer Straße. Auf die DDR-Bürger brauchte ich nicht lange warten. Nachdem ich 20 Minuten ungefähr unten stand, kamen schon die Ersten an und fragten, ob sie denn ausreisen dürften. Und der Kontrolleur fragte, sind sie denn im Besitz eines Passes und eines entsprechenden Visums? Nein. Aber Schabowski, haben Sie das nicht gehört? Schabowski hat doch gesagt, wir dürfen doch ab sofort ausreisen. Jetzt entfaltet Schabowskis Zettel seine Sprengkraft. Und sein Verfasser sitzt im Theater. Ich hatte für diesen Abend Theaterkarten im Theater im Palast der Republik, Reineke Fuchs von Goethe. Und das Erstaunliche in dieser Theatervorstellung, die ausverkauft war, wie so viele, war, die Leute konnten nicht mehr lachen. Weil das eine solche Parodie auf die realen DDR-Verhältnisse war, das war schon bitter ernst. Richard und Rita Bratfisch gehen nach dem Chor entspannt nach Hause. Heim in den Prenzlauer Berg. Es war ruhig in den Straßen. Keine Aufregung, nichts. Die meisten waren ja abends vom Fernseher. Dann haben sie im Westen geguckt oder was. Ja? Und es lief ein Fußballspiel. Das war der Anlass, den Fernseher anzumachen. Im Westfernsehen läuft gerade das Pokalspiel VfB Stuttgart gegen Bayern München. Die Sitzung des Zentralkomitees ist mittlerweile beendet. Auch Günter Schabowski lässt in seinem Büro den Tag ausklingen. Er hat genug für heute. Er verlässt das ZK-Gebäude am Werderschen Markt. Der Verkünder der neuen Reiseregelung ist auf dem Heimweg nach Wandlitz in die Politbürosiedlung. In Wandlitz, wie ich da eingetroffen bin, da sah ich dann so bei der Einfahrt, dass also die Fenster fast alle dunkel waren. Das heißt also, dieses in der Mehrzahl Reisepolitbüro also verschlief gewissermaßen diese ereignisreichen Stunden. Inzwischen kommen immer mehr Bürger an den Grenzübergang Bornholmer Straße. Sie sind überzeugt, Reisen ist möglich, ab sofort. Doch die Staatsorgane wissen von nichts. Es ist nicht möglich, Ihnen hier und jetzt die Ausreise zu gewähren. Doch so leicht lassen sich die Menschen nicht mehr abwimmeln. Man sah ja dann aus dem Hinterland immer mehr DDR-Bürger kommen. Also zu Fuß, PKWs, mit der Straßenbahn kamen. Allerdings waren sie noch nicht aggressiv, aber sie waren eben nachdrücklich fordernd. Was ist was, Leutnant? Ja, hier Jäger, Ober Ziegenhorn. Es werden hier immer mehr Leute. Es ist unglaublich. Was soll ich denn jetzt tun? Da sagt er zu mir, hör mal zu, ich rufe im Ministerium an. Und da ist entweder der Minister dran oder einer seiner Stellvertreter. Kannst du zuhören, was die oben sagen? Ja. Also er wollte mir zu dieser Zeit, so zu diesem Zeitpunkt, vorführen, dass von oben keine Hoffnung oder keine Rettung geben wird. Denn keiner im Stasi-Ministerium will den Schilderungen von Harald Jäger glauben. Und dann wurde zurückgefragt, ob denn der Genosse Jäger überhaupt in der Lage ist, die Lage reell einzuschätzen oder aber aus Angst handelt. Und das reichte mir. Es sind viel mehr. Dann hören Sie doch mal selber. Und wo ich mir zurückgenommen habe, den Hörer, war nur noch Tüt in der Leitung. Ich war mit der Welt fertig. Wa?
Ich wollte es nicht begreifen, dass man mir keinen Glauben schickt. Auch in West-Berlin machen die Nachrichten von drüben die Menschen unruhig. Gegen 21 Uhr sind wir dann doch neugierig geworden und die Britta und ich sind zum Grenzübergang Invalidenstraße gefahren. Das ist ja der nächste Grenzübergang gewesen, den man von Charlottenburg aus relativ einfach erreichen konnte. Aber noch ist die 140 Kilometer lange Grenze in Berlin überall dicht. Die Menschen strömen jetzt in Scharen an den Grenzübergang Bornholmer Straße. Harald Jäger trifft eine einsame Entscheidung. Er löst die Alarmkette aus. Normalerweise wäre ich dazu gar nicht befugt gewesen. Den Alarm auslösen darf nur der Leiter der Hauptabteilung. Aber ich sah es für notwendig an. Also man muss an diesem Abend ständig rechnen, dass die DDR-Bürger die Grenzübergangsstelle stürmen könnten. Jäger. Der Oberst Ziegenhorn rief dann zurück. Ja. Und dann sagte er zu mir, pass auf, es wird wie folgt verfahren. Alle Personen, die hier bei euch provokativ in Erscheinung treten, die lautstark ihre Ausreise gefordert haben, oder vielleicht mit der Faust oder irgendwas gedroht haben, dürfen ausreisen. Und zwar wie folgt. Diesen Bürgern wird auf dem Personalausweis, halb aufs Lichtbild, der Passkontrollstempel aufgedrückt. Und dann ist ihre Ausreise zu gestatten. Aber sie dürfen nicht wieder einreisen. Das ist aber diesen DDR-Bürgern nicht mitzuteilen. Erst wenn sie zurückkommen oder zurückkommen wollen, dann sind sie davon in Kenntnis zu setzen, dass ihre Einreise nicht mehr möglich ist. Ausreise ohne Wiederkehr, genannt Ventillösung. Von all dem wissen Richard und Rita Bratfisch nichts. Dabei liegt ihre Wohnung nur zwei Hausecken von der Bornholmer Straße entfernt. Naja, mein Mann ist ja so ein Typ, der dann auch jeden Fußballspiel sieht. Und das hat mich schon geärgert, dass er ausmachen wollte. Und er sagt, nee, jetzt sehen wir die Nachrichten. Und das war ganz entscheidend. Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Umgang mit Superlativen ist Vorsicht geboten. Sie nutzen sich leicht ab. Aber heute Abend darf man einen riskieren. Dieser 9. November ist ein historischer Tag. Die DDR hat mitgeteilt, dass ihre Grenzen ab sofort für jedermann geöffnet sind. Die Tore in der Mauer stehen weit offen. Wir dachten, wir hören nicht recht. Wir haben uns beide angeguckt. Und wir wohnen ja ziemlich dicht an der Bornholmer Grenze. Sagten wir gleich, da müssen wir hin. Müssen wir doch sehen, wenn es offen ist. Das war ja die Sensation. Angezogen und los. Die Lage an den innerstädtischen Berliner Grenzübergängen ist im Moment recht konfus und unübersichtlich. Hier in der Invalidenstraße hat sich am ganzen Abend noch nichts getan. Viele Schaulustige und Westberliner stehen hier und warten weiterhin auf die ersten Ostberliner oder DDR-Bürger, die hier zu einem kurzen Besuch herüberkommen. Erst jetzt entsteht auf der Ostseite das erste Schlupfloch, die Ventillösung an der Bornholmer Straße. Mit diesem Trick will die Stasi den Grenzübergang entlasten und zugleich die schlimmsten Provokateure loswerden. In diese Falle geraten auch Richard und Rita Bratfisch. Ich sah die Leute stehen, die sind gleich durch, bis wir zu der Barrage kamen, wo die Scheiben drin waren, die dann geöffnet wurden und sie wünschen. Ich sage, naja, wissen Sie nicht, dass die Grenze offen ist? Wir wollen rüber. Ausweis bitte. Ja, also richtig so. So knarrig, ja. Und wumm, wumm, aufgeknallt, der hat mit einer Kraft da den Stempel, das hört man sonst ja nicht so, ja. Hat den aufgehauen und wir unseren Ausweis genommen, jeder, und dann los. Was Sie nicht wissen, mit diesem Stempel sind Sie aus der DDR ausgebürgert. Ich war so aufgeregt und mir zitterten so meine Beine und ich habe wirklich, ja, Angst hatte ich, muss ich schon sagen. Weil man ja nie wusste, was wird daraus. Ist das wirklich so gut gewesen, das, was sie gemacht haben, rüberzugehen oder nicht? Oder naja, und dann sind wir da so langsam rübergegangen. Von der Grenze für die Fußgänger bis zur Brücke hoch.
Das ist eine ziemliche Strecke. Die sind wir vollkommen alleine gelaufen. Keiner war zu sehen, keiner kam. Es war ziemlich dunkel. Eigentlich ist ja sonst eine Grenzanlage immer hell erleuchtet. Aber die Bornholmer Brücke, das war nicht so. Hier ein Wachhäuschen und da unten ist der Zaun und da laufen die Hunde denn. Und wer da eventuell türmen wollte, der wurde ja denn da festgehalten oder erschossen. Mir war nicht so geheuer. Ja, ich muss sagen, ich war sehr aufgeregt. Auch in West-Berlin hat sich die Botschaft von Schabowskis Zettel verbreitet. Die ersten Westdeutschen kommen zum Brandenburger Tor. Tom Brokaw bereitet sich hier auf seinen Auftritt vor. Wir hatten die Ereignisse im Fernsehen verfolgt. Viele Studenten aus dem Westen kletterten auf die Mauer, trotz der Wasserwerfer. Es war Partystimmung wie an Karneval. Ich stand auf der Plattform im Chaos. Ich konnte mich selbst nicht hören. In Warschau müht sich Kanzler Kohl, endlich ein Bild von der Lage in Berlin zu bekommen. Sie konnten damals weder aus dem Gästehaus noch sonst wo in Polen einfach ans Telefon gehen und anrufen. Wir hatten ein sogenanntes Standgate-Gerät dabei mit einer Kurbel. Da mussten sie kurbeln, damit die Standleitung zum Lagezentrum im Kanzleramt hergestellt wurde. Und dort konnte man erst verbinden zu den Personen, mit denen der Bundeskanzler sprechen wollte. Um kurz nach 11 Uhr haben Richard und Rita Bratfisch die noch leere Bornholmer Brücke zur Hälfte überquert. Ich habe meinen Mann untergefasst und bin dann darüber gegangen, bis er denn da mich losgelassen hat und seine Mütze geschwenkt hat vor Freude. Ich habe mich so gefreut, ja. Ich sage, nun stell dir mal vor, jetzt sind wir noch nicht mal Rentner und können schon rüber. So, dann habe ich meine Frau so ein bisschen genommen, habe sie so ein bisschen gedreht. Ja, aber sie wird ja mal schnell schwindelig, kann ich ja nicht doll machen. Und habe dann meine Mütze so ein bisschen hochgeschmissen. Wir wussten ja nicht, was wir jetzt erstmal weitermachen. Da kamen die rüber, ganz alleine. Keine Menschenseele war da. Da sage ich, wie kommen Sie jetzt hier rüber? Ja, wir sind rangegangen an das Häuschen. Und da hat er uns einen Stempel reingegeben und hat gesagt, Sie können die DDR verlassen, Ost-Berlin verlassen. Ich sagte, das gibt's nicht. Ja, sagt er, so war das. Dann hört er auf und fragt, ob wir bleiben wollen. Ich sage, bleiben? Die Mauer ist doch offen. Wir wohnen doch gleich da, wo wollen wir hinbleiben? Ja, also wenn wir da wohnen und er sagt, na, er wohnt da. Ich sage, dann haben wir unser Zuhause, dann brauchen wir nicht bleiben. Also, ja. Und daraufhin hat er uns dann eingeladen. Na, dann kommt. Peter Grehl nimmt sie mit auf eine Rundfahrt durchs nächtliche West-Berlin. Als wir durch West-Berlin fuhren, war nichts los. Es war normal, eine ruhige Stadt. Zwar waren Reklame und so, es war alles heller, aber an Menschen war es ziemlich ruhig, muss ich sagen. Es war nicht irgendwie Trubel oder so. In irgendeiner Weise, dass jetzt West-Berliner da schon auf der Straße getanzt hätten. An der Bornholmer Straße lassen Harald Jägers Leute 500 Menschen in den Westen. Und zwar die, die am lautesten schreien. Und noch einige, die zufällig dabei stehen. Mit Ausweis! Doch die große Masse der Wartenden darf nach wie vor nicht ausreisen. Massenverarschung ist das hier. Genau, dann hätte ich auch zu Hause bleiben können und pennen können. Dann wäre ich jetzt gar nicht hier, ist ehrlich. Meine Meinung. Totale Verarschung. Die sind sich nicht einig. Mach doch mal Licht hier. Dann plötzlich taucht an der Grenze ein Papier auf. Schabowskis Zettel macht die Runde. Also das Communiqué offiziell von ADN. Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen Reiseanlässe, Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die waren ja dann so nah an unsere Mitarbeiter herangekommen und waren ja auch dazu in der Lage, zur Pistole zu greifen.
die unsere Mitarbeiter trugen. Und das wäre natürlich fürchterlich gewesen. Hier kommt doch kein Auto mehr lang hier. Und ich habe die Mitarbeiter ins Dienstzimmer gebeten, wollte von ihnen wissen, was ich tun soll. Ja. So. Das musst du doch wissen. Du bist ja der Chef. Ja. Ich sage, soll ich die DDR-Bürger ausreisen lassen? Oder soll ich schießen lassen? Um Gottes Willen! In der sowjetischen Botschaft befürchtet man das Schlimmste. Bei solchen Entwicklungen weiß man von vornherein, wenn es nur einmal geschieht, wenn es nur einmal geschossen wird, wenn es nur einmal, sagen wir, die Grenze mit den Steinen beworfen werden und so weiter, dann entartet sich die Situation ganz schnell. In diesen Minuten erreichen Benedikt Sedlmayr und seine Mitbewohnerin Britta den Grenzübergang Invalidenstraße. Als wir da ankamen, waren schon viele Leute innerhalb der Grenzanlagen gestanden, was vorher überhaupt nicht möglich war. Es war auch eine ganz ausgelassene Stimmung. Manche Leute hatten Getränke dabei, was zu essen, Sektkorken flogen in die Luft. Hier am Grenzübergang Invalidenstraße haben wir uns inzwischen mittreiben lassen von den Westberlinern, die so langsam hinter die Grenzmauer gegangen sind, weit in Ostberliner Gebiet hinein. In den Türmen sitzen die DDR-Grenzpolizisten und schauen dem ganzen Treiben manchmal sogar fröhlich lächelnd zu. In diesem Moment habe ich eigentlich erst realisiert, dass jetzt da irgendwas vor sich geht, was vorher eigentlich unvorstellbar war. Es ist nicht ganz zu sehen von hier, wie weit man vorne an den Kontrollpunkt hineingehen kann. Hat sich dann so diese Menge immer weiter Richtung Grenzanlagen hineingearbeitet, bis wir dann praktisch unmittelbar am Schlagbaum standen und dahinter eine Anzahl von Volkspolizisten. Am Grenzposten Bornholmer Straße lassen sich die Menschen nicht mehr beschwichtigen. Alle wollen sie raus, und zwar sofort. Auf der anderen Seite der Brücke. Die ersten DDR-Bürger kommen von ihrem Ausflug nach West-Berlin zurück. Doch sie sind ja ausgebürgert. Dann kam ein Anruf von Posten 1, also sprich oben von der Brücke. Der teilte mir mit, dass ein junges Ehepaar wieder einreisen möchte. Und die Frau hat den Passkontrollstempel auf dem Lichtbild drauf. Sag ich, ja und? Tja, sagt er, sie haben ihre Kinder zu Hause. Ich habe sie dann einreisen lassen und habe angewiesen, gilt nicht mehr. Diese Maßgabe. Denn alle DDR-Bürger, egal ob die Passkontrollstempel auf dem Lichtbild haben oder nicht, wieder einreisen. Mir war da zu diesem Zeitpunkt alles wurscht, egal. Ja. Ich war dann trotzig. Ich hatte so eine richtige Wut im Bauch. Ja. Seit 28 Jahren trennt diese Grenze Ost von West. Das alles zusammengenommen war nur das Motiv des Handels, weil ich gesagt habe, jetzt reicht mir's. Jetzt entscheidest du auf eigene Faust. Hab angewiesen, im Bereich 6 unten einen Schlagbaum zu öffnen und alle DDR-Bürger ausreisen zu lassen, ohne Kontrolle. Lass alle ausreisen. Ja. Thank you.
bin dann in die ehemalige alte BRD-Abteilungsstelle gegangen. Da bin ich ja schließlich groß geworden, 1964, in dieser Waage. Und wollte meinen Tränen freien Lauf lassen. Ich musste mit mir selbst auch mal sein. Ich musste mich einfach selber waschen. Kann ich nicht mehr beschreiben, aber das war das Schrecklichste. Das ist das Schrecklichste und das Schönste, was ich erlebt habe. Und alles beides zur gleichen Zeit. Wa? Da musste ich erstmal allein sein. Aber ich hatte Pech gehabt. In der Barake stand schon ein anderer, ein Hauptmann, der geweint hatte. Da konnte ich mir ja schlechter zustellen. Ja. Dann musste ich ihn auf ihn eintröstend einreden, ihn beruhigen, obwohl er 2 Jahre älter war als ich. Wa? Gerhard Lauter, der Verfasser von Schabowskis Zettel, kommt jetzt aus dem Theater nach Hause. Ich muss denken, das hat er schon vor über 200 Jahren geschrieben. Hallo. Unser Sohn begrüßt uns mit den Worten: Fadi, ruf doch schnell mal an, hier hat es pausenlos geklingelt. Dein Minister war im Apparat, er wusste natürlich, wer der Innenminister der DDR ist. Und sagte, und dann in so einem Nebensatz, und im Übrigen ist die Grenze auf. Was? Die Grenze ist offen. Hier muss ungeheuer was falsch gelaufen sein, schießt sein Blatt durch den Kopf. Ich habe gar nicht erst den Minister angerufen, der hätte mir auch nicht helfen können von zu Hause aus. Also ich bin erst mal ins Ministerium gefahren. Wie es gelaufen ist, das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Wir hatten es ja am Tag erst ausgearbeitet. Ne? Sperrfrist 4 Uhr morgens. Bis die ersten Rundfunkmedien der DDR das berichtet hätten als Randmeldung. Das wäre vielleicht 6 Uhr morgens gewesen. Vorher wäre da nichts passiert. Also muss ja irgendwas ganz, ganz falsch gelaufen sein. Mitternacht. Die Grenze ist nun auch an anderen Stellen geöffnet. So auch an der Invalidenstraße. Benedikt Sedlmayr nutzt die Verwirrung der Grenzer zu einem Durchbruch. Als dann eines der nächsten Autos durchfuhr, ist dann eine Handvoll Leute einfach in den Osten reingelaufen. In diesem Moment habe ich jetzt da überhaupt keine Bedenken gehabt oder keine Furcht, dass da irgendwas passieren könnte, obwohl mir natürlich bewusst war, dass so Grenzverletzungen auch extrem gefährlich sein konnten. Aber diese 10, 20 Leute, die dann drin waren, die waren halt eben drin. Und so stürmen Benedikt Sedlmayr und seine Freunde die Mauer vom Westen her. Die Mauer ist weg, Leute! Die Stadt war aber völlig menschenleer. Es war keiner auf der Straße. Wir haben dann angefangen zu rufen und zu grölen, dass die Leute doch runterkommen sollen, haben dann sogar geklingelt. Hey, die Mauer ist weg. Was ist los hier? Die Mauer ist weg. Wir waren so ein bisschen ernüchtert, dass keiner sich zeigt. Ab und zu hat man jemanden am Fenster gesehen, aber wir hatten den Eindruck, dass die Leute auch verunsichert waren und sich nicht trauten. Da gucken wir doch lieber mal zum Brandenburger Tor, was da passiert. Das Brandenburger Tor. Das Wahrzeichen der geteilten Stadt und Symbol des Kalten Krieges. Hier wollen die Staatsorgane nicht so schnell dem Druck der Masse nachgeben. Mehrere Hundertschaften der DDR-Grenztruppen gehen in Stellung. In Sichtweite des Brandenburger Tores liegt die sowjetische Botschaft. Aus dem Fenster geschaut haben wir. Und die gewöhnlich so leere Allee unter den Linden war ziemlich voll mit den Menschen, die eben zu dem Brandenburger Tor kamen. Aber sie wussten genauso wie wir, dass da kein Grenzübergang ist beim Brandenburger Tor. Dennoch drängen auch auf der Westseite die Menschen heran. Sie ignorieren die Warnungen der Polizisten. At the Brandenburg Gate, we were waiting. Am Brandenburger Tor warteten wir alle auf die Ersten von drüben. Die Weststudenten machten Stimmung, bis die DDR-Wasserwerfer wieder dazwischen fuhren. Auf der Ostseite haben die Grenzer das Tor abgeriegelt. Gegenüber einer schnell wachsenden Menschenmenge.
vor dem Brandenburger Tor war ja vorne ein Stahlgitter. Muss man sich heute alles wieder in Erinnerung rufen. Und dahinter standen zwei Grenzpolizisten. Die haben natürlich versucht, uns einzuschüchtern, aber kaum waren wir dann an dieser Absperrung, ist der erste schon drüber gestiegen. Der ist dann von dem Fopo ergriffen worden, der hat versucht, ihn festzuhalten, aber es waren halt eben nur zwei und dann sind die anderen halt eben auch an einer anderen Stelle drüber gestiegen. Ich bin über die Stahlgitter gesprungen und habe mir dabei die rechte Hand aufgerissen und bin dann auf das Brandenburger Tor zugelaufen. Und da haben sie noch gerufen, halt stehen bleiben. Man musste ja erstmal diese Strecke, wo heute das Adlon ist, da war die Barriere und da musste man ja bis zum Brandenburger Tor erstmal laufen. Dann kamen unter dem Brandenburger Tor eine größere Anzahl von Fopos rausgelaufen im Gleichschritt. Die haben sich dann in einer Reihe eingehakt vor dem Brandenburger Tor aufgebaut. Da wusste man jetzt nicht, wie reagieren die oder wird es jetzt wirklich gefährlich. Also da habe ich auch so ein bisschen überlegt, was machen wir jetzt eigentlich hier? Draußen in Wandlitz bekommt Günter Schabowski einen alarmierenden Anruf aus Berlin. Ich sagte, verdammte Sauerei, passierten ja in diesen Tagen andauernd irgendwelche Pannen in der Übermittlung. Ich habe immer noch nicht begriffen, dass es eine grundlegende, verworrene Situation ist. Nicht? Und, aber als ich das höre, bekomme ich natürlich einen Mordschreck. Und ich sagte mir, das kann zu Konfrontationen führen, also die unbedingt verhindert werden muss. Und daraufhin bin ich nach Berlin reingefahren. Kurz nach Mitternacht erreicht Günter Schabowski den Grenzübergang Heinrich-Heine-Straße. Wie ich aussteige, kam ein Zivilist auf mich zu. Ich nehme an, das war einer von den Stasi-Leuten und meldete mir, sie lassen sie jetzt durch, also keine besonderen Vorkommnisse. Dabei ist soeben die Mauer gefallen. Für Schabowski bleibt nichts mehr zu tun. Er fährt zurück nach Hause. Höhepunkt der Westberliner Stadtrundfahrt. Peter Grehl führt seine Gäste ins Haus der 100 Biere. Da sind wir nach Wilmersdorf in einem Lokal. Über 100 Sorten Biere. War für uns sowieso erstmal nicht zu fassen. Und das schmeckt bestimmt besser als unseres. Und aus diesem Gespräch heraus sind andere aufmerksam geworden. Was ist denn da los? Haben wir richtig gehört? Ich sage, ja, wir sind von drüben. Die Mauer ist offen. Hier sehen Sie unseren Ausweis. Wir sind eben rüber. Also das hat natürlich eingeschlagen. Die erste Reaktion war, ach, hat sie gesagt, das ist ja nun schade, dann haben wir keine Banane, die war eben. Und so in diese Richtung so, ja. Die wollte uns irgendwas schenken. Und dann kam in den Nachrichten, dass diese Leute, die jetzt einen Stempel im Pass haben, nicht mehr in die DDR zurück dürfen. Da hat die Frau Bratwisch, die hat gleich einen Schwächeanfall gekriegt und gleich, wir mussten gleich zur Grenze zurück. Sie hatte Angst um ihre Familie dass sie ihre Familie nicht mehr sieht. Das ist so, das hat damit. Bei Gerhard Lauter im Innenministerium laufen die Drähte heiß. Entschuldigung. Hallo. Ich saß dort völlig alleine. Die Diensthabenden im Innenministerium, die hatten ja auch keine Ahnung. Und stellten jeden Anruf, der zu diesem Thema kam, erstmal zu mir durch. Sodass es da riesen Wartestaus gab in der Telefonanlage und ich von einem grünen Knopf in den anderen rübersprang und versuchte, da Fragen zu beantworten. Das waren die unterschiedlichsten Leute. Ich denke, die amerikanische Botschaft hat sehr früh angerufen und fragte, was hier nun los ist in diesem Land. Es haben SED-Bezirks- und Kreisleitungen angerufen, die hatten auch ein diensthabendes System. Die wollten nur wissen, was los ist in diesem Land und was da hier eigentlich abgeht. Die haben ja gesehen, dass in Berlin die Grenzen aufgegangen sind. Es haben Bürger angerufen, Betriebe. Ich kann es nicht mehr sagen. Machen Sie einfach wie befohlen. Danke. Wir mussten Mitternacht spätestens davon ausgehen, dass die Maßnahmen beschlossen waren. Da war nichts mehr zurückzunehmen, weil die Grenzen waren auf. Das Leben hatte uns eingeholt. Einzig am Brandenburger Tor versuchen die Grenzer noch immer dagegen zu halten. Eine letzte Kraftprobe zwischen Staatsmacht und Bürgern. Und dann erlebst du diese Frau und die lassen sie nicht durch. Und sie drängen die Leute ja wieder zurück. Diese Grenzsoldaten, die mit unbeweglichem Gesicht nach vorne gucken. Diese Frau, die da steht und weint und schreit
Lasst mich doch einmal gehen, ich komme auch zurück. Das schwöre ich Ihnen! Das Leben meiner Kinder! Wo zwei Jungsoldaten bei der Armee sind, möchte ich Ihnen noch sagen! Die tun ihre Pflicht wie sie. Der eine möchte anschließend studieren! Lehrer in dieser Republik! In dieser unseren Republik! Ist das alles so schwer zu verstehen? Und da habe ich gedacht, das hält nicht. Das geht nicht. Das schaffen die nicht mehr. Schließlich gestatten die Grenzer der Frau den Durchgang. Auch im Westen warten alle auf den entscheidenden Moment. Auf einmal sprang einer aus dem Osten auf die Mauer. Er war der Erste und die Menge tobte. Wir gingen auf Sendung und ich dachte nur noch, vermassel das bloß nicht. Guten Abend, live von der Berliner Mauer in einer historischen Nacht. Hinter mir sehen Sie, wie die Menschen die neue Politik der DDR-Regierung feiern. Zum ersten Mal seit ihrer Errichtung 1961 können Sie die Mauer frei passieren. Die Säulen angefasst, da muss ich gestehen, da habe ich hemmungslos geheult. Ich war in höchster Emotion. Also ich habe wirklich wie ein kleines Kind da geheult. Mir kommt es jetzt auch schon fast wieder. Wenn man da steht und man berührt diese Säulen, die man nur vom Westen, vom Podest gesehen hat, das war ein wahnsinniges Gefühl. Peter Brinkmann und Benedikt Sedlmayr erleben in dieser Nacht die Party ihres Lebens. Das ist da zu einem richtigen Volksfest geworden. Da kamen ja Leute mit Bademantel und Schlafanzug, mit Tränen in den Augen, unter dem Tor standen. Und es war schon ergreifend, muss ich sagen. Erstmals seit Jahrzehnten ist die Bornholmer Brücke wieder offen. Zehntausende strömen in dieser Nacht in den Westen. Rita und Richard Bratfisch kehren zur Brücke zurück, doch keiner fragt sie mehr nach ihren Ausweisen. Sie begreifen, die Mauer ist endgültig gefallen. So haben wir in unser Leben noch nicht gekämpft. Wir kennen ja Schlangen und so weiter. Aber wir waren die Einzigen, die gegen den Strom gewandert sind. Eine Seite die Autos, die andere Seite die Leute, ja, mit Kraxen und Kinderwagen. Man dachte also, jetzt zieht die DDR um, ganz Berlin zieht um und hat Angst, es wird wieder zugemacht, weil sie alle ja beladen waren, ja. Dann traf ich mich mit meinem Stellvertreter, der mir auch immer abends zugeredet hatte, Harald, du musst was tun, du bist ja schließlich der Chef. Sagte der Harald, das war's wohl. Ja. Ich wusste nicht, was er meint. Ich sag, was denn? Eine Mitte der DDR. Soll ich jetzt in Würzburg gewesen sein? Ostberlin, 4 Uhr morgens. Genau in dieser Minute endet die Sperrfrist auf Schabowskis Zettel. Erst jetzt sollten die Bürger von der Reisefreiheit erfahren. So hatte es Gerhard Lauter vorgesehen. Und wieder ist er es, der im DDR-Fernsehen Erklärungen geben muss. Denn die Staatsführung schweigt. Margit Gessner sprach mit Oberst Gerhard Lauter vom Innenministerium. Tausende Bürger haben auf eine solche Entscheidung gewartet. Sie haben die Möglichkeiten genutzt, sind ohne den auch bekannt gemachten Weg zu nutzen, zu den Grenzübergangsstellen gegangen. Und um dort traumatische Situationen zu verhindern, haben die Organe der Passkontrolle und der Grenztruppen unbürokratisch und sofort
die Grenzpassage ermöglicht. Am frühen Morgen kehren Rita und Richard Bratfisch in ihre Wohnung zurück. Wenig später gehen sie wie gewohnt zur Arbeit. Ost-Berlin, 24 Stunden später. Das Land ist nicht mehr dasselbe. Als ich nach Hause kam, ich habe zu meiner Frau gesagt, ich habe die Grenze aufgemacht. Also, erzähl nicht so dummes Zeug, hat meine Frau gesagt. Und hat mich stehen lassen. Wir hatten nun wirklich gedacht, dass das ohne Schießen und ohne Gewalt abgeht. Wir haben es ja schon 1953 mit dem Panzer erlebt. Ja, da haben sie nicht geschwiegen, da sind sie drauf losgehauen. Ja. Aber wie das hier gelaufen ist, das ist, also kann man ja nur als Wunder bezeichnen. Ich habe diese Zeit fast wie im Fiebertraum erlebt und konnte manches erst später einordnen oder zuordnen. Für mich hat das nach wie vor eine gewisse Peinlichkeit, weil es unprofessionell abgelaufen ist. Das ist eine spontane Entgleisung gewesen, wo die Abläufe eigentlich den Verantwortlichen aus der Hand geglitten sind. Das Schicksal, also jeder Diktatur ist das. Wenn sie anfangen, die Diktatur durch gewisse Reformen zu lockern, dann zeigt sich, dass diktatorische Regime durch Reformen nicht zu verbessern oder zu veredeln sind, sondern sie sind durch Reformen nur abzuschaffen. Dass wir 20 Jahre nach der Wende leben. Bei allen Widersprüchen, die die neue Gesellschaftsordnung für mich darstellt, bin ich froh, dass es den 9. November gegeben hat. Ja. Denn wer die DDR so hat kennengelernt, wie ich sie habe kennenlernen müssen, ja, vom ersten Jahr an bis zum bitteren Ende, der ist froh, dass die DDR nicht mehr existiert. Ja. Und ich möchte sie nicht mehr wieder haben.